Liebe Leute, willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Hier ist euer Dragner. Willkommen, Rado. Hallo und herzlich willkommen zurück. So, Speed-Ansage. Wir starten auch ins Spiel. Ja, nochmal als kurze Erklärung. Neuer Patch, deswegen Neustart des Multiplayer-Let's Plays. Wir schauen uns die ganze Geschichte nochmal an. Denkt an den Abo-Knopf, bitte. So, fertig. So, fertig. Ich habe noch hier kurz Grimasse in die Kamera quasi und so. Verstehe. Ja, ich probiere wieder neue Strategie aus. Also nachdem wir jetzt mit die Lagersituation ja schon in der ersten Folge geklärt haben, probiere ich jetzt hier noch ein bisschen Häuser und Bevölkerung. Also für dich vielleicht auch noch so, Rado, zur Information. Ich baue wieder zentralisiert Häuser. Ich setze nicht an die Gebäude die Häuser wieder dazu, so wie wir es im letzten Let's Play gemacht haben. Ja, das versuche ich ja auch so. Okay. Schauen wir mal kurz rüber zu Rado. Wie schaut es denn hier aus? Hier sind die Häuser. Dazwischen hat er, was hat er denn hier? Fruit Gatherer. Ach ja, zwischen den Häusern hat er einen Fruit Gatherer. Und ein Lager, okay. Und Fischer. Und noch ein Fischer, okay. Der Fruit Gatherer kommt da ja bald weg. Und ja, kommt ja. Da Verstehe ich ein Haus hin. Verstehe ich schon. Hier Lager, Quarry, okay. Also sitzt halt direkt am Baum, am Berg, nicht so wie ich. Schaut aber gar nicht so schlecht aus. Ich meine, du hast halt das Problem mit deinen Forestern. Die sitzen halt, also der linke zumindest sitzt halt so richtig schön zwischen Wasser und Berg, gell? Der macht auch nur 8 Holz irgendwie. Ja, der macht noch nicht so viel, den Eindruck habe ich auch. Der obere 5, kann es sein wegen am Winter? Nee, ja, also die Food Gatherer ziehen ja auch nichts im Winter. Ne? Das ja, aber ich muss widersprechen. Also meine Forester sind auch runtergegangen, aber meine machen 50, 70 und 50. Aber meine sind auch wirklich mitten im Wald drinnen, das ist der Unterschied wahrscheinlich. Ja, ich habe halt den Berg gewählt, ne? Also da muss man sich ja dann quasi immer entscheiden. Wo geht man da hin? Ne? Ja. Hast du vollkommen recht. Aber deswegen erklärt halt auch dein Holzproblem. Richtig, genau. Also wenn ich auf Produktivität gehe, ich mache halt 624 und verbrauche nur 400. Also ist ein Plus von 220, was ich halt habe. Jetzt habe ich gerade die Buy-Wood-Karte gekauft. Mal eben ein paar hundert Holz. Wenn du bei dir über Holz drüber fährst, was steht da bei dir an Produktion und Verbrauch? Produktion 250, Verbrauch 220. Ja, ist aber auch noch okay. Ja, und ich habe auch gerade Holz gekauft jetzt. Also hier muss ich natürlich jetzt mal warten, bis mal die Häuser fertig werden. Wie schaut das bei mir hier aus? Wir haben 9 Laborer, also 9 Arbeiter, 7 Bauer. Bauer passt halt auch nicht. Producer, Bilder, wie auch immer. Wir haben gerade Steine, jetzt nicht mehr. Ich habe meine Häuser auch noch nicht upgradet, deshalb bei mir alles gerade so ein bisschen. Ich habe gerade ein Steinproblem. Weil ich kann hier dann auch eine Quarry hinsetzen. Ja, und ich habe Homeless. Hier müssen die Leute arbeiten. Es ist gerade ein bisschen ein weiter Weg, aber ich habe ja schon gesagt, das ist gerade Absicht von mir. Da müssen wir jetzt einmal durch. Wenn hier hinten die Häuser stehen, schaut das alles wieder ein bisschen anders aus. Aber sie müssen halt erstmal stehen. Das Lager ist natürlich auch noch nicht fertig. Einkommen. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich mach grad Minus, ey. Okay. Das kann ich auch schon wieder nicht glauben. Und Storage ist auch schon wieder voll. Ich brauche eine Nahrungsverkaufen-Karte. Ich möchte jetzt mal, dass hier das Storage relativ schnell gebaut wird. Okay.
Eigentlich bringt es noch gar nichts, das Clown. Nee, du zahlst ja 50 dafür. Ja. Aber Hauptsache, ich klaue dir ein bisschen was. Okay, du zahlst 20 dafür. Einfach nur, um mich zu ärgern. Ja. Respekt, das klingt sinnvoll. Ja, finde ich auch. Ey, warum sind denn... Also ich habe das Gefühl, dass er aber bei den Lagern auch was geändert hat. Die sind bei mir immer voll. Wäre mir jetzt noch nicht eingefallen oder aufgefallen. Also so wie ich das im Moment habe, hatte ich das in der Vergangenheit nie. In der Vergangenheit, in den zwei Spielen, die ich da quasi hatte. Aber hatte ist mir so noch nicht aufgefallen. Okay. So. Oh, erstes Haus. Fast fertig. Aber interessant, gell? Jetzt habe ich das Lager eigentlich ein Sternchen verpasst, also quasi wie heißt's? Als wichtig erachtet. Trotzdem baut er jetzt erstes Haus daneben. Weil wenn das Lager hier stehen würde, könnte es natürlich anders machen. Ich sage jetzt, sie sollen die Steine hier mal canceln. Wenn das Lager hier stehen würde, würden sie die Steine halt ins Lager bringen. Das ist halt der Punkt. Und müssten nicht immer hier komplett zurücklaufen. Nur noch 78 Werkzeuge. Das ist nicht so mega viel. Ich habe schon 4 Fische abgegradet, deswegen. Ah, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Ah, jetzt geht's bei mir ums Lager hier. Sehr gut. 20 Jobs, wir haben 11 Arbeiter. Und das Haus steht bei 87% fest. Das ist halt auch ein bisschen bescheuert, gell? Das ist, klingt bescheuert, ja. Naja, keine Ahnung. Ressourcen sind alle da, aber baut halt bei 87% einfach nicht mal weiter. Ja, finde ich gut. Ich auch. Klingt sinnvoll. Ich auch. Ja, wenn das Lager fertig ist, sagen wir auch, er soll die restlichen Steine hier weiterhauen. Damit wir hier mal upgraden können. 114,99 Holz geht nach oben, 833 Produktion, sehr gut, sehr gut. So, Lager ist fertig. So, und wieso läuft er jetzt mit den Steinen hier am Lager vorbei? Hier werden die Steine jetzt hingebracht. Das verstehe ich auch nicht. Ich würde mal behaupten, dass der die Wegfindung quasi war. Der ist mit Steinen losgelaufen, als das Lager noch nicht fertig war. Deswegen ist er an dem Lager vorbeigelaufen, weil die anderen Leute bringen es jetzt ins Lager. Passt. Okay. Sehr gut. Jetzt werden hier meine Häuser gebaut. Wie hat, ich glaube, Hannibal hieß er schon immer früher gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hannibal Lecter, meinst du? Ja, der war es nicht. Der war es nicht, okay. A-Team. Ich weiß doch, wen du meinst. Ich stelle mich doch nur absichtlich dumm.
aber das muss man schon aussprechen. Wie wir schon mitbekommen haben, gucken ja tatsächlich auch ab und zu mal jüngere Leute unsere Videos. Und ich glaube, die können mit A-Team nichts anfangen. Die glauben, das wäre eine K-Pop-Band aus, aus Südkorea. Oh je. Ja, heute ist er da. Ich habe zu wenig Stein. Warum? Ich habe zwei Queries, Leute. Ja, eben, eine Query halt. Übrigens, ich bin ja stolz auf mich, Rado. Habe ich noch gar nicht erwähnt, gell? Nachdem ja das Jugendwort des Jahres hier Lost gewählt wurde, das habe ich tatsächlich schon mal in einem Video ganz natürlich bewusst. Ich, das Jugendwort des Jahres. Wow. Ich bin schwer beeindruckt. Ja, ich auch. Ich auch. Oh je. Die Influence Points freigeschalten. Wir sind alle stolz auf dich, Dragner. Ja? Ja. Sehr gut. Hast du sie noch nicht freigeschalten, oder? Nee. Moment. Ich hab's weggeklickt. Mist. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Ich hab gerade eben von Stark 100 Gold geschenkt bekommen. Von Tony Stark? Ja. Ich meine, der hat ja genügend gut, Geld, aber... Ich wollte sagen, der hat ja genügend Geld, aber trotzdem. Hier, Astein gifted you 100 Gold. Das ist ja der Wahnsinn, weil du den so influenzt. Der findet dich so beeindruckend. Weißt einfach nur, weil es Rado ist und er die ganze Zeit blöd daherredet. Oh, gehst du mir auf den Sack. Sagen, du gehst mir auf den Sack. Was ist jetzt mit den letzten zwei Häusern hier? So, wir upgraden mal unsere Wohnhäuser. Oder auch nicht, weil ich schon keine Steine mehr habe. Also noch geht mein Plan hier nicht so ganz auf. Hätte vielleicht doch hier irgendwo in der Mitte anfangen sollen. Ich dachte, du liebst es, wenn ein Plan funktioniert. Du liebst es, das heißt ja aber nicht, dass dein Plan funktioniert. Das stimmt. Man kann ja die Aussage treffen, dass man es liebt, wenn ein Plan funktioniert, aber deswegen muss ja der eigene Plan nicht funktionieren. Da hast du vollkommen recht. Sollte vielleicht hier noch einen Forester hinsetzen. So von Lager zu hier. Ja. Häuser stehen immerhin. Hier haben wir Baumwolle. Wir können handeln. Werden wir natürlich tun. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.
den Weg werden wir hier später nochmal ein bisschen überarbeiten müssen. So. Hier Steine. Ja. Oh, ich habe wieder viele Bauaufträge gerade. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe gerade mal 3. Bei mir hält sich es in Grenzen. Nee, ich habe 2... Häuser, die gebaut werden. Der Forester ist zum Glück fertig. Also 2 Häuser. 5 Bauaufträge laufen gerade. Okay. Nicht so ideal. Ich habe 17 Laborer und 7 Bilder. Das heißt, eigentlich müsste ja das jetzt hier relativ flott gehen. Ja, sie sind auch dabei, sie fällen sofort die ganzen Bäume hier auf der Baustelle. Also das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Geliefert ist schon, beide Baustellen. Also die müssen jetzt quasi erst die Baustelle hier freiräumen von Bäumen, von Steinen und dann können sie anfangen zu bauen. Oh, schon wieder 100 Gold geschenkt bekommen. Also das ist definitiv auch neu. Ich verstehe noch gar nicht, warum ich eigentlich so arm bin. Was habe ich denn gemacht, was jetzt so teuer war? Ich mache eigentlich plus 164, aber habe überhaupt kein Geld auf der hohen Kante. Den hätte ich dann auch gerne mal hier. Warten wir mal schnell, bis die 2 Schweine farmen und die Quarry hier fertig ist. Das ist jetzt mal die Voraussetzung. Und dann bauen wir hier noch einen Forester rein. Schauen wir mal zum Rado. Sehr kompakt hier alles gebaut. Ja, der Forester hier macht keinen Sinn mehr inzwischen. Dann hat er hier unten jetzt einen, der ist gar nicht so schlecht. Auch wenn er momentan nur ein Holz pro Saison macht. Ja, der ist frisch, der ist gerade fertig gebaut. Oh, geht direkt auf Potter. Sofort die Luxusgüter. Da hat er mir die Nase vorn diesmal. Ich habe ja noch nicht mal eine Holzfabrik. Ja, die steht auch schon bei mir. Ja, habe ich gesehen, Ja. Die steht bei mir noch nicht, weil ich will die an einer bestimmten Stelle haben und da habe ich noch keinen wirklichen Holzanschluss und so. Aber wird bei mir jetzt kommen, sobald meine... Ja, guck mal, wie schlau das sogar bei mir ist mit dem Furniture. Direkt da, wo das Holz ankommt von dem neuen Förster. Mhm. Also wenn das denn dann alles funktioniert, ne? Das ist natürlich so ein bisschen Voraussetzung. Ja. Aber warum liegt jetzt hier die ganze... Was ist das, Nahrung und so, eigentlich auf dem Gehweg rum? Das passt ja eigentlich auch nicht. Ja, das frage ich mich auch. Bei mir liegt auch überall Holz und so rum, obwohl ich genügend, also ich habe 37 Plätze oder Storage Space und gebraucht sind 26, trotzdem liegt überall Zeug rum. Ja, bei mir jetzt das Gleiche. Also ich habe 39 von 45. Passt halt auch nicht. Aber sie benutzen es ja, das Zeug, gell? Ja. Trotzdem ist es ein bisschen merkwürdig, dass es so ist. Ja. Also ich habe ja jetzt wieder das Problem, ich habe 7 Bilder, 17 Laborer, also mehr als genügend Handwerker. Ich habe 3 Baustellen offen und es wird gerade nichts gebaut. Und alle Ressourcen sind da.
Ja, komisch. Okay, jetzt wird die Query fertig gemacht. Könnte man ja schon glauben, dass das dann auch funktioniert, ne? Ja. Ja, die Baustellen sind relativ weit weg, aber ich habe auch Häuser hier, ich habe ein Lager daneben. Also es ist alles da. Muss gestehen, dass mir das so ganz nicht in den Kopf geht, warum das so ist. Ich habe zu wenig Worker. Ganz klar zu wenig Worker. Builder oder Laborer? Naja, alles. Okay. Nee, ich habe 44 erwachsene Leute und 23 Jobs. Also ich habe insgesamt 21 Handwerker. Ich muss jetzt mal in die Set-Job-Priority gehen. Irgendwie ist das sehr merkwürdig bei mir gerade. Wieso? Weil keine... Also ich verstehe das überhaupt nicht. Employed 15. Also ich habe 15 von 42. Hast du Felder und sowas schon? Ja, gerade angefangen zu bauen, aber die sind noch nicht fertig. Nee, dass es halt da irgendwas ist, dass du Sachen hast, die im Winter nicht gebaut werden. Ja, nee, worum es mir geht, ich habe dann quasi 17 Leute, die arbeiten von 44 Plätzen, wo gearbeitet werden müsste, oder? Wenn, was dort steht, 17 von 42. Also, ja. Ja, genau. Hast du richtig, ja. Und das ist ja schon eine harte Nummer. Ja. Also, ich muss extrem wachsen. Ja, habe ich dich gerade nicht. Habe ich dich gerade eine Karte gekauft und so? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich jetzt verklickt. Okay, jetzt werden meine Schweinefarmen wieder bearbeitet. Ja, die machen so eine Schweinefarm, das dauert ewig, bis die mal produziert wird. Das ist der Wahnsinn. Ich vermute, das ist der Hintergrund, warum Zeug rumliegt, wenn man zu wenig Laborer hat oder Arbeiter, die das wegtragen. Bestimmt sogar. Bestimmt sogar. Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht gut, wenn man mehrere Großbaustellen auf einmal hat. Also in dem Fall mehrere Schweinefarmen. Weil die müssen halt diese ganzen Plätze hier freiräumen. Und das ist jetzt das, was man sieht. Jetzt geht die wieder weg und dauert ewig. Die hatte gerade eben hier gearbeitet, jetzt ist sie hier drüben. Hm. Also das ist das Einzige, das verstehe ich noch nicht so ganz, wie das mit diesen Baustellen genau funktioniert. Da haben wir schon wieder 100 Gold gespendet, die Starks. Kann es sein, dass die Angst vor mir haben? Halte ich für möglich, ja. Ich habe noch nicht mal Militärpunkte. So ein Problem bei mir, weil ich mache immer ziemlich viel Minus. Deswegen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe rein zufällig gerade was Neues rausgefunden, Rado. Was denn? Man kann Baustellen auch boosten. Ja, das wusste ich schon. Habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Ich habe bisher immer Produktivität geboostet.
Und jetzt geht die Schweinefarm natürlich wesentlich schneller gerade. Jetzt haben sie das Unkraut innerhalb von ein paar Sekunden tatsächlich weggehauen. Mhm. Das war mir jetzt tatsächlich neu. Und schon steht die erste Schweinefarm. Nur vor der zweiten hauen sie jetzt ab, oder was? Nee, okay, jetzt bauen sie die auch. Sehr gut. Ja? Oh. Sagen. Bäume soll er nicht umhauen, da wo ich jetzt gerade einen Förster baue. Komm, bauen. Ja, schön. Okay. Zweite Schweinefarm gleich fertig. Ich bin ja eine Pfeife. Das weiß ich, aber warum jetzt genau? Oh Gott. Weil ich schon du übrigens, was du korrigieren musst, das ist mir in deinem oder im Nachschauen eines Videos auch aufgefallen. Mhm. Der Sam stellt doch so viele Fragen, ne? Ja. Und dem bin ich ja zum einen die Antwort schuldig. Wie viel Brot produziert wird von der Bäckerei. Das werde ich dann nachher noch nachprüfen und dann entsprechend auch erzählen. Mhm. Aber was du ja falsch gesagt hast, ist, dass man nur Weizenbier herstellt. Das ist falsch. Man kann Orange Cider herstellen und Mushroom Bier. Das heißt, ich vermute, es ist vielleicht sogar davon abhängig, was man an Früchten oder so hat, was eben gären kann und woraus man dann gegebenenfalls Bier herstellen kann. Okay. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich schon eine Brauerei gebaut habe. Schön. Und daneben ein Feld. Mhm. Und ich kann aber gar keinen Weizen anbauen bisher. Du bist eine Pflaume. Okay, Sam, dann sorry für die falsche Aussage. Das habe ich dann wirklich ein bisschen verpasst. Der Rado wieder. Kleine Mistsau. Hallo, was ist denn das für eine Formulierung? Oh, sorry, große Mistsau. Tut mir leid. Ist schon hart. Das trifft mich hart. Das weiß ich. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass dich das hart trifft. Das ist erstunken und erlogen. Ja, ich habe einen sehr komischen Baustil heute, ich weiß. Jetzt übertreib's ich, glaube ich, gerade hier mit Baustellen.
Jetzt, glaube ich, übertreib's ich gerade. So. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Oh, was hast du denn gemacht? Womit hast du denn so viele Baustellen ausgehoben? Alleine baue ich gerade 5 Farmen. Oh, 5 Farmen ist aber tatsächlich ordentlich. Oh, ich habe zum ersten Mal übrigens die Meldung House too far. Ah ja. Also muss man auch die Häuser ein bisschen im Auge haben. Also, der sammelt da, der sammelt da. Blenden wir uns das mal ein. Und dann könnten wir sagen. Ja, mal schief gesetzt, da wird sich der Quissel, wenn er das wieder sieht, wieder beschweren. Ja, nicht nur er, jeder normale Mensch kriegt dann Krampf, wenn du deine schief versetzten Sachen baust. Das geht nicht nur dem Quissel so. Okay. Da schimpf ich doch auch immer. Ja, weißt du doch. Du interessierst halt niemanden. Das stimmt. Das mag ja stimmen. Ich habe nie das Gegenteil behauptet. Aber das mit dem Bier nervt mich vielleicht. Ey, wie dumm kann man sein? Da habe ich gar keine Weizen-Geschichten und baue aber eine Brauerei. Ja, mit was kann man dann noch Bier machen? Also, dass du halt aus was anderem Bier machst? Ja, Mushroom habe ich halt umgestellt jetzt. Ach so. Also ich mache einen Pilz quasi. Der war gar nicht mal schlecht. Gell? Du übrigens, dein Foodgasser, über den du dich so beschwerst, ich weiß zwar nicht warum, aber der macht immer noch 330 Food. Okay. Also das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist ja so ein richtiger Lernprozess bei mir. Ich muss ja sagen, dass ich tatsächlich immer wieder gucke, wie die einzelnen Dinge arbeiten und ob sich das noch lohnt, die stehen zu lassen. Ja, ja, das gucke ich auch immer. Ja, ja, aber für mich ist das ein Learning. Okay. Das habe ich zuvor ja nicht so gemacht, ne? Oh, ich habe auch 1300 Mushrooms. Rado, wir sind schon wieder soweit. Wir sind schon wieder soweit, das ja. Ist traurig. Oh, jetzt könnte ich Weizensamen kaufen. Na, ich muss jetzt erstmal warten, bis so einiges bei mir fertig geworden ist. Ja, ich auch. Also von mir aus kannst du ein bisschen. Wir müssen. Erstmal machen wir genau die Folge vorbei. Erstmal machen wir die Folge vorbei, genau. Leute, ich weiß, nicht nur mein Englisch ist scheiße, mein Deutsch auch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.